Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gutes Essen ist wichtig. Es ist eine Frage von Gesundheit, Genuss und Lebensqualität. Und wichtig ist, und das ganz besonders, das Essen muss schmecken. Aber das ist den meisten Menschen deutlich und bewusst. Aber in einem anstrengenden Alltag in Beruf und Familie ist es oft nicht so einfach, auch noch auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Und ich glaube, viele von uns hier im Raum können da ein Lied von singen. Und ich möchte ganz zu Beginn die Debatte heute einmal nutzen und im Namen der SPD-Bundestagsfraktion denjenigen Danke zu sagen, die gute Produkte in unserem Land produzieren, herstellen. Und das sind die Landwirtinnen und Landwirte, die jeden Tag unterwegs sind. Und auch denen erst einmal ein großes Dankeschön für die hervorragende Arbeit, die sie jeden Tag leisten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, der Geschmack allein macht aber nicht gesundes Essen aus. Die Art, wie Lebensmittel produziert und konsumiert werden, hat weitreichende Konsequenzen für Menschen, Tiere und Umwelt. Daher muss Politik Rahmenbedingungen schaffen, sichere, gesunde Lebensmittel zu erzeugen. Sie muss durch einfache, verständliche und verlässliche Verbraucherinformationen bewusste Konsumentscheidungen ermöglichen und gegen Verbrauchertäuschung entschieden vorgehen. Und viele dieser Kennzeichnungen sind in den Leitsätzen des Deutschen Lebensmittelbuchs beschrieben. Aber es gibt deutliche Kritik am Deutschen Lebensmittelbuch. Und es sind vier wesentliche Punkte. Erstens, es fehlt an einer klaren Zielsetzung. Zweitens, es mangelt an einer effektiven Umsetzung des Lebensmittelbuchs. Ich spiele hier auf die langsame Änderungs- und Anpassungsgeschwindigkeit der Leitsätze an. Es fehlt an einer personellen und finanziellen Ausstattung, die eine vernünftige Arbeit gewährleistet. Und viertens, das ist schon angeklungen, es fehlt an Transparenz. Und wir fordern aus Sicht der SPD-Bundestagsfraktion mehr Transparenz über den Meinungsbildungsprozess, gerade innerhalb der Kommission. Das ist dringend notwendig. Und beim Einkauf im Supermarkt fällt vielen von uns mittlerweile auf, dass Lebensmittel in ihrer Zusammensetzung nicht mehr dem entsprechen, was eigentlich versprochen wird. Produktverpackung und Werbung suggerieren eine Qualität oder Herkunft, die oft nicht drinsteckt. Namen wie Hausmacherwurst oder Stärk die Abwehrkräfte täuschen zum einen über den eigentlichen industriellen Herstellungsprozess hinweg, zum anderen suggerieren sie dem Verbraucher eine extra Portion Gesundheit. Und gerade das Online-Portal lebensmittelklarheit.de ist hierbei ein unverzichtbares Projekt für mehr Transparenz für den Verbraucher. Hier können Aufmachungs- und Kennzeichnungspraktiken bei Lebensmitteln gemeldet werden, durch die sich der Verbraucher offensichtlich getäuscht fühlt. Und die SPD-Bundestagsfraktion hat sich dafür eingesetzt, dass das Projekt Lebensmittelklarheit weiter vorangetrieben wird und im Bundeshaushalt fest verankert wird. Und das ist gut so. Und zur Veranschauung will ich vielleicht noch zwei Beispiele nennen. Das eine sind Lebensmittelimitate. Sie kommen immer häufiger vor. Aus preiswerten Rohstoffen entstehen Analogkäse- oder Schinkenimitate. Zwar sind diese Produkte nicht verboten, wichtig ist jedoch, dass der Verbraucher erkennen kann, ob er ein echtes oder nachgemachtes Lebensmittel kauft. Und ein anderes Beispiel ist die Kennzeichnung von Fruchtsaftgetränken. Irreführende, bunte Bilder wecken falsche Erwartungen beim Verbraucher, und das darf nicht sein, und da muss man gegen vorgehen. Denn, um es auf den Punkt zu bringen, wichtig ist, dass nur noch draufsteht, was drin ist, und drin ist, was draufsteht, und das bitte verständlich für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, zunehmend wird auch die Herkunft des Nahrungsmittels vom Verbraucher als ein bestimmender Faktor der Kaufentscheidung gesehen. Und ich glaube, jeder von uns in seinem Wahlkreis, in seiner Region stellt das fest, wie wichtig immer mehr die regional hergestellten Produkte werden und dass regionale Produkte ein wesentlicher Grund für Kaufentscheidungen der Verbraucherinnen und Verbraucher sind. Und meine Heimat, Westfalen oder besser gesagt Südwestfalen, ist eine Region, in der zahlreiche kulinarische Spezialitäten zu Hause sind. Die westfälischen fünf, Schinken, Mettwurst, Pumpernickel, Stuten und Korn, stehen gerade für traditionelle Produkte in Verbindung von nationaler Herkunft und Qualität. Und ich möchte gar nicht an der Stelle sprechen von dem guten Sauerländer Bier, aber wenn ich den Kollegen Willy Brase sehe, dann gibt es auch im Siegerland sehr hervorragende Produkte, gerade auch in flüssiger Form. Jetzt habe ich was angerichtet. Also aus prinzipiellen Gründen, Herr Kollege, muss ich schon Wert auf den Hinweis legen, dass diese Auflistung exemplarisch, aber nicht vollständig ist. Ja? Sehr geehrter Herr Präsident, ich muss an der Stelle sagen, dass ich keinen Widerspruch vom Minister höre, artikulierten Widerspruch. Und von daher gilt das ja unter Juristen, Schweigen auf etwas heißt ja Zustimmung. Und von daher glaube ich, habe ich an dem Punkt schon recht. Super Reaktion.
Im Sauerland, um nochmal auf meine Heimatregion zu sprechen, gibt es übrigens gerade, was regionale Produkte anbelangt, eine Vielzahl auch von Hofläden, die durch Regionalität und Qualität überzeugen. Und gute Beispiele hierfür sind zum Beispiel das Netzwerk hofladensauerland.de oder viele Bauern und Geflügelhöfe, die mit Produkten gerade aus der Region werben und diese auch umsetzen. Und die Palette an Restaurants bei regionaler Kost ist ebenfalls groß. Und gerade diese geografische Herkunftsangabe funktioniert also auch als Qualitätssignal für die Verbraucher. Und richten wir an diesem Punkt zum Schluss mal den Blick auf den globalen Lebensmittelhandel. Wir müssen uns nicht immer nur vor amerikanischen Chlorhühnchen oder kanadischem Rindfleisch fürchten, sondern uns bereits auf nationaler Ebene für eine Kennzeichnungspflicht für die Herkunftsangaben von Lebensmitteln einsetzen. So können wir unsere nationalen Standards sichern und weiterentwickeln. Und daher müssen wir gemeinsam für den Erhalt regionaler Kennzeichen in internationalen Freihandelsabkommen einsetzen. Denn dies ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für die deutsche Landwirtschaft. Das heißt, wenn wir jetzt vor unserer eigenen Tür noch unsere Hausaufgaben machen und das deutsche Lebensmittelbuch reformieren, dann können wir uns, glaube ich, mit unseren Qualitätsprodukten auch dem Wettbewerb stellen. Und eine Anmerkung noch zum Schluss, vielleicht an die Kolleginnen und Kollegen der Grünen. Wenn Frau Hasselmann schon kritisiert, dass der Minister nicht anwesend ist, dann sollte Frau Hasselmann doch bitte selbst bis zum Ende der Debatte anwesend sein. Vielen Dank. Das Wort Elton.